Heute spreche ich nochmal mit Anne Vierhauser. Das ist nicht unser erstes Gespräch und nicht unser letztes, was wir beide gut finden, wie ich sicher weiß. Und wir haben in einem unserer letzten Gespräche das Thema gehabt vom Painpoint zum Powerpoint, also vom Schmerzpunkt zum Kraftpunkt. Und Anne, du hast gesagt, das hat ganz viel mit dir gemacht. Ja. Ja, also ich glaube, also für mich ist es tatsächlich eine Lebensphilosophie zu sagen, finde deine Pain Points in deinem Leben, also die richtigen Schmerzpunkte, und dann findest du auch deine größten Kraftquellen, weil sie sind das Gleiche. Ah, okay, jetzt habe ich zwei Fragen oder zwei Dinge, die mir durch den Kopf gehen. Das eine ist, muss ich immer durch den Schmerz durch, um zu meiner Kraft zu kommen? Und die zweite Sache ist, gibt es auch andere Möglichkeiten zu sagen, ich kann doch auch einen Kraftpunkt einfach haben, weil ich ihn weiß? Oder muss ich da immer noch mal mit Schmerz ran? Was denkst du? Das wäre ja meine Frage an dich gewesen, weil du ja noch mal aus einer ganz anderen, auch therapeutischen Richtung guckst und kommst als ich. Und ich sage immer, ich würde es mir anders wünschen. Und ich fände es total schön, wenn wir in unsere wirklichen Kraftquellen kommen könnten, ohne die Tiefpunkte gehabt zu haben. Ich habe leider noch keinen Beweis gefunden, dass es geht. Ich möchte so gerne dran glauben, aber ich glaube, alle Menschen, die wirklich die richtigen Kraftquellenmenschen sind, die diese Leuchtfeuer in der Gesellschaft sind, alle, die ich kenne, haben ihre größten Painpointe verwandelt. Aber wie guckst du da drauf als Therapeutin? Naja, ich gucke da natürlich nicht nur als Therapeutin drauf, sondern auch als Autorin, als Geschichtenerzählerin. Und im Moment ist es ja mega in, dass alle die Heldenreise machen und dass die Heldenreise das Wichtigste überhaupt ist, egal wo du bist. Und es geht dann um diese Qualität von, du verlierst alles und dann musst du eine Entscheidung treffen und dann musst du sehen, dass du die Essenz nach Hause bringst. So funktioniert jeder gute Film, so funktioniert jede gute Geschichte. So. Und ich glaube tatsächlich, dass es nicht nötig ist, um zu lernen. Und ich glaube auch nicht, dass es nötig ist, um seine Kraft zu finden, dass man immer erst durch den Schmerz muss. Ich glaube aber sehr wohl und beobachte sehr wohl, dass Leute, die sich mit ihrer Kraft verbinden, dann Schmerz, den sie erfahren, auch in diese Kraft integrieren. Und dadurch werden die unglaublich schlagkräftig. Und nach meiner Vorstellung ist es so, manchmal weigern wir uns, unsere Kraftpunkte anzuerkennen. Und dann verhalten wir uns so, dass es wehtut. Und dann müssen wir uns damit beschäftigen. Das ist also so ein Zwang zur Konfrontation, so würde ich das, glaube ich, nennen. Und dann gibt es natürlich auch einfach die Möglichkeit, dass dir einfach was Scheußliches passiert im Leben. Also ich meine, Leben ist ja nicht immer fröhlich und Leben sagt auch nicht, du bist ein netter Mensch und deswegen hast du nur Glück. Das ist ja nicht, ich sage dann immer, das ist ja nicht irgendwie so ein Kaufhaus oder du hast ja kein Anrecht auf gute Erfahrungen, nur weil du dich gut verhältst. Manchmal passieren einfach ganz blöde Sachen. Und was diese Menschen, die in ihrer Kraft sind und die ihre Schmerzpunkte schon mal angeguckt haben, alle übereinstimmend wissen, ist, dass manche Dinge keinen Sinn ergeben, dass man ihnen aber einen Sinn geben kann. Ja. Und diese Erfahrung wieder zu einer Kraftquelle wird, ne? Genau. Also, dass du sagst, wenn das, also ein Patient von mir, der älter ist als ich, deutlich älter, der hat gesagt, Frau Rex-Najuch, wenn die Natur ihnen was nimmt, dann gibt sie ihnen auch was. Und dann war ich sehr, sehr bemüht zu sagen, ich glaube nicht. Und dann sagte, naja, manchmal muss man ein bisschen suchen. Und damit war ich einverstanden. Also die grundsätzliche Haltung, ja, ich kann aus allem einen Gewinn machen. Aber ich glaube nicht, dass es die Schrecklichkeit braucht. Ich glaube nicht, dass es den Schmerz braucht, um in die eigene Kraft zu kommen. Auch wenn es exorbitant häufig so ist. Ja. Was mir noch so, wenn ich dir zuhöre, noch so ins Hirn springt, ist diese Komfortzonennummer, ne?
Also dieses, warum sollte ich meine Kraftquelle finden? Warum soll ich zum Leuchtfeuer der Kraft werden, wenn mir es doch okay geht? Ah, warte, Komfortzone. Dazu habe ich ein paar Ideen. Soll ich mal? Ja, bitte. Also für mich ist so, in der Komfortzone, also mittendrin, ne? Da lernt man nicht viel, weil das ist ja super behaglich, ne? Da legst du die Beine hoch und machst nichts. Aber ich finde, dass man diesen Komfort zwischendurch auch mal ganz gut haben kann. Und dann ist es eine Entscheidung, dass du sagst, so, und jetzt mache ich den nächsten Schritt. Jetzt mache ich einen Schritt nach vorne und ich will jetzt weiterkommen. Also ich habe in mir eine ganz tiefe Motivation, einfach mich zu entwickeln, weil ich Entwicklung und Entfaltung großartig finde und weil ich glaube, dass das zum Leben gehört. Also für mich wird es leichter, wenn ich das verfolge. Was aber deine Persönlichkeit ist, wie wir ja mal in einem Gesichtsreading rausgefunden haben, ne? Dass du diesen Wissensdurst hast und immer wachsen willst und ne, dass das ein innerer Motor sein kann, um zum Leuchtfeuer zu werden oder um seine Kraftquellen zu finden. Und ich, also ehrlicherweise, ich kenne halt irgendwie eine Menge Menschen. Ich will es dir nicht unterstellen, dass du die auch kennst, aber ich kann mir kaum vorstellen, dass irgendjemand in unserer Gesellschaft diese Menschen nicht kennt, die halt sich in der Komfortzone es sich so gemütlich gemacht haben, dass sie weder die innere Motivation Wachstum haben, noch den Painpoint aus einer Vergangenheit, der auffrisst. Und die liegen, und ich nenne sie, ich weiß, das ist wenig wertschätzend, aber ich nenne sie gerne Lemminge, die dann halt ne, morgens um 9 auf die Arbeit gehen, um 17 Uhr wieder heimkommen, um 18 Uhr oder um 20 Uhr einen Tatort schauen und alles ist schön. Und das ist Komfortzone. Also na, ich brauchen weiß nicht, ob... wir entweder... Warte, warte. Ja. Ganz kurz, du sagst, das ist Komfortzone, ne? Und was hältst du denn davon, wenn das Resignation wäre? Ja, bin ich voll bei dir. Ich glaube auch, Komfortzone und Resignation wird von sehr vielen Menschen ins ein... Also Resignationszone und Komfortzone und auch die Bereitschaft... Also das ist ja das... Die Bereitschaft... Zum Leuchtfeuer von Kraft zu werden, bedeutet die Bereitschaft, durch Feuer zu gehen. Und dies tut weh. Also man muss schon ein bisschen schmerzfähig sein. Sonst wird das nichts. Naja, Entwicklung ist nicht bequem, das stimmt. Nee. Und wenn du was Neues lernst, hast du ja auch immer die Phase mit dem Durcheinander, ne? Wo du plötzlich denkst, ich verstehe gerade gar nichts mehr. Bis eben habe ich noch gedacht, ich hätte es verstanden. Und trotzdem glaube ich, dass das eine Frage, also ich glaube nicht, dass es verpflichtend ist. Ich kenne natürlich elendig viele Menschen, wo ich sagen könnte, du hast hundertprozentig recht. Ne? Und bei Recht haben geht es ja oftmals darum, dass man was abspaltet. Deswegen würde ich jetzt mal aus, sag mal, disziplinarischen Gründen versuchen, das nicht zu tun, sondern zu sagen, wenn jeder Mensch die Chance hat zu wachsen, dann kann er das mit Painpoint oder aus dem PowerPoint tun. Wenn er es aus dem Painpoint macht, ist es oftmals unfreiwillig und mit einem starken Drive verbunden. Und wenn er es aus dem PowerPoint heraus macht, dann ist es plötzlich der Sinnsuche geschuldet. Dann geht es mehr darum, wie kann ich das, was ich als Sinn in meinem Leben erlebe, herstellen? Und wenn ich auf dem Weg dahin dann auch mal Schmerzen habe oder es super unbequem wird, dann ist das okay, dann gehört es dazu. Wie findest du das? Finde ich gut. Ich suche gerade nach einem Beispiel in meinem Leben. Also nicht in meinem, sondern in meinem Umfeld. Oder ne, auch unter den Menschen, die man so kennt, wer auch immer Mann ist an der Stelle. Du weißt schon, was ich meine. Ich finde das eine total schöne Vorstellung. Und wo du mich mitkriegst, ist dieser innere Antrieb zu wachsen. Also so wie du das ja in dir hast und ich habe es auch im Gesicht stehen, dass dieses jetzt zu Hause auf der Couch sitzen und Tatort gucken, ist halt irgendwie für uns, nee. Also, das ist und kein Dauerzustand. Wie bitte? Kein Dauerzustand, ne? Nee. Nee. Also, nee. Also, soll ich nochmal sagen? Nee. Ich habe es gehört. Nee, ich bin dabei. Also, ich glaube. Und dafür braucht man keinen Painpoint.
Also ich brauche keine schlechte Vergangenheit oder keine schiete Erlebnisse in meinem Leben dafür, dass ich sage, jetzt gerade ist mir Tatort zu langweilig. Da hast du recht. Und daraus kann ein wirklicher Wachstum entstehen und wirkliche Erkenntnisse in einen kommen, die man dann unbedingt der Welt und sich selbst schenken will. Ne? Das, glaube ich, geht schon. Und sag mal, hast du Lust, mal auf das Thema Sinnsuche zu gehen von dort aus? Wir haben ja jetzt den Painpoint, wir haben den Powerpoint, also wir haben Schmerz und Kraft und wir wissen, dass wir alles umwandeln können, dass wir es kanalisieren können. Und wie wäre das denn, wenn man sich anschaute, ob es hilfreich ist für jeden Menschen, wenn er den Sinn seines Lebens erkennen könnte, um so sowohl den Painpoint als auch den Powerpoint leichter zu bedienen, leichter zu verfolgen, leichter mit ihm auch in Kontakt zu sein. Das hat ja auch was mit Kontakt zu tun. Da frage ich doch jetzt, ich stelle mal eine Gegenfrage. Was ist denn für dich ein Sinn? Naja, wenn du mich fragst, ist die Antwort sehr einfach. Der Sinn deines Lebens bist du selbst. Aber ich selbst kann ich ja, also jetzt, ne, jetzt, ich kann ja ich selbst sein, wenn ich auf der Couch liege und Tatort schaue, um da nochmal drauf zurückzukommen. Ja, wenn du das als den Sinn definierst, wäre das okay. Ich glaube, dass genau das der Punkt ist. Also ich glaube nicht, dass der Sinn des Lebens in einer großen Tat liegt oder in einem großen Ziel, sondern das Leben ist, was es ist. Und das Beste am Leben ist das Leben selbst. Und damit ist der Sinn des Lebens, dass du selbst bist, dass du dein Leben lebst. Und damit geht die Tür auf für ganz viele Möglichkeiten. Okay, also, weil tatsächlich sind wir da, ich weiß nicht, ich sag dir mal, was so meine Definition von Sinn ist und mal gucken, ich weiß nicht, ob sich's widersprechen tut, sich's nicht, aber ich glaube, ich führe ein sinnvolles Leben oder mein Leben hat Sinn, wenn ich das, was ich bin, was mir geschenkt wurde vom Universum, Talente, Potenziale, Stärken, all das, was ich gut kann, der Welt zur Verfügung stelle und die Welt damit etwas heller mache. Also ich bin erstmal, da bin ich bei dir, aber für mich ist es noch diesen einen Schritt mehr, dieses, und die Welt darf was davon haben, dass ich bin. Ja, und ich würde das nicht mit einem Aber machen, sondern mit einem Und. Für mich ist das, wir sind tatsächlich an der Stelle sehr ähnlich. Ich glaube, wir formulieren es verschieden aus wahrscheinlich guten Gründen. Ich unterstelle immer einen guten Grund, ganz egal. Muss immer einen guten Grund geben. Und ich glaube, dass wenn du bei dir ankommst und sagst, so, der Sinn deines Lebens bin ich selbst, dann entsteht eine Verbindung zu dir und auch eine Verbindung in die Natur oder in die Welt hinein, die dich automatisch, also von ganz alleine, in diesen Punkt bringt, was stelle ich zur Verfügung? Weil umgekehrt will ja jeder Mensch was hinterlassen. Das ist ja auch im Menschen angelegt, dass man auf irgendwas zurückgucken möchte. Und um jetzt mal dieses Beispiel zu nehmen, ich will ja nicht auf ein Leben zurückgucken, das ich überwiegend mit Filmen auf der Couch verbracht habe, sondern ich möchte gerne ein Leben leben, das was anderes tut. Mir geht es bei der ganzen Geschichte darum, jeder definiert selbst. Und je mehr wir um uns selbst wissen, desto mehr denken wir in Strategien wie das, was für dich selbst gut ist, muss für alle gut sein, sonst ist es eben nicht gut. Und aus welchen Gründen verliert man, da sind wir wieder bei Mann, aus welchen Gründen, wenn wir jetzt mal von Krisen, also von diesen krassen Lebenskrisen mal weggehen, ne? Also jetzt das jetzt mal, jetzt lassen wir mal alles, was Painpoint ist, wirklich raus. Ich frage mich gerade, aus welchen Gründen so viele Menschen nicht interessiert sind an ihrem Sinn.
Da glaube ich, dass es daran liegt, dass sie es nicht wagen. Das ist der eine Teil, der wagt es nicht, weil er sich selbst für viel zu wenig hält, also gar nicht sieht, was da ist. Viele haben einen Sinn am Anfang und verlieren ihn unterwegs in den Routinen des Alltags, weil sie plötzlich das Gefühl kriegen, ich muss jetzt erst alles erledigen, aber meinen Sinn kann ich jetzt, das passt gerade nicht. Ne, dann hast du so Aufgaben wie, du willst erfolgreich im Beruf sein, du willst deine Kinder großziehen, du willst vielleicht ein Haus bauen, du willst mit deiner ganzen Familie gut sein und dann bleibt plötzlich gar kein Platz mehr, weil du so viele Aufgaben hast, zu sagen, was ist denn mein Sinn? Und ich glaube, dass Sinngebung tatsächlich was ganz Komplexes ist. Also, dass man das nicht so einfach abfrühstücken kann, wie wir das natürlich gerade beide versuchen. Ne? Mit aller Tiefe versuchen wir es relativ einfach abzufrühstücken. Und ich denke immer wieder drüber nach, was hat meinen Eltern einen Sinn vermittelt? Und wie war das auch noch in meiner Generation, so in den 60er Jahren? Da war eine Person, die gesagt hat, nee, ich will jetzt nicht irgendwie den tollen Beruf haben mit ganz viel Geld, sondern ich will einen Beruf haben, der Sinn ergibt, der mich befriedigt und dann ist mir das Geld egal. Wann da ist war das? Das naja, ich bin 62 geboren, das heißt 60er, 70er Jahre. Das heißt, die Flower Power Bewegung, die hat ja ganz viel gemacht mit, wir sind alle eins und wir haben Frieden und alles ist gut. Und ich war Teenie in der Zeit, in der schon klar war, dass das nicht funktioniert. Also die waren eigentlich schon gescheitert und wurden bürgerlich. Ne? Und ich habe mich halt gefragt, also ich gehe zurück zu meinen Eltern, da ging es um die Definition aufbauen. Ne? Das ist eine Kriegsgeneration, die mussten aufbauen und wiederherstellen und das hat automatisch Sinn gegeben. Also es hat Sinn ergeben. Ne? Und jetzt leben wir in einem unglaublich langen Frieden. Und jetzt ist es plötzlich schwierig zu sagen, was ist denn mein Sinn? Ich habe, nimm mal an, du hast ganz viele Talente und kennst die auch, aber was ist denn jetzt das wichtigste Talent und was ist das Wesentliche, wie ich es in die Welt bringen kann? Und weiß ich schon, dass ich da was zurückkriege? Oder ist das ein Gefühl von, wenn ich meinem Sinn folge, ist das one way? Ich habe 1000 Gedanken im Kopf, Mechthild. Mach mal ein oder zwei. Also tatsächlich gehen, also meine Gedanken gehen da jetzt auch in Richtung Generation, ne? Was ist denn der, also und da bin ich weg vom Sinn meines eigenen Lebens, sondern der Sinn von Generationen, beziehungsweise die Sinnfindung. Und das ist nochmal so ein ganz anderes Thema, wo ich so sage, okay, oder da ist der Sinn vielleicht tatsächlich eher die Aufgabe einer Generation. Also und darin vielleicht findet sich in der Generationsaufgabe der Sinn eines jeden Lebens, weil in der Kriegsgeneration war die Aufgabe, das Land wieder aufzubauen. Und darin hat man seinen Sinn gefunden. Und ich glaube, dass meine Eltern, also die jetzt so zwischen 70 und 80 sind oder wären, dass die, oder zumindest wenn ich an meinen Vater denke, ist es der Sinn, ein Luxus, also ein Lebensstandard, der mehr als das Dach über dem Kopf, was die Kriegsgeneration als Aufgabe hatte, er hat den Lebensstandard hergestellt. Und jetzt bin ich mit meinen 40 in einer Generation, wie du schon sagst, wir hatten keinen Krieg, wir kennen keine Armut, uns scheint die Sonne aus dem Popo. Und ich glaube, dass diese Generation die Aufgabe verliert, beziehungsweise die Aufgabe nicht sieht, dass wir aufräumen dürfen mit unseren Glaubensmustern und den Mustern und den Programmen, die unterbewusst ablaufen. Wenn ich das jetzt konsequent zu Ende denke, ja. Anne, würde ich sagen, die Aufgabe dieser Generation ist dann aufräumen und Freiheit schaffen. Genau das. Und wenn wir das tun, dann haben wir, glaube ich, einen Sinn. Wenn wir aber unter den Mustern unserer Eltern, also ich rede da jetzt tatsächlich aus meiner Generation, in den Mustern unserer Eltern denken und das übernehmen, wir müssen nur Statussymbole erstellen, dann werden es in unserer Generation nur noch Statussymbole, die keinen Sinn mehr machen. Und das macht heißt, Lemminge aus. Ja, verstehe ich. Das heißt aber, Sinn ist veränderlich. Voll!
Gut, jetzt lass uns das mal weiterspinnen. Wenn Sinn veränderlich ist, wovon ich ausgehe, also das ist wirklich meine Überzeugung, was ist denn dann mein Sinn? Wenn der große Sinn veränderlich ist, ist mein Sinn auch veränderlich oder ist mein Sinn unveränderlich? Da kann ich jetzt tatsächlich wieder nur aus, oder was heißt nur, also ich würde aus Sicht der Gesichtleser darauf antworten. Und die ist, wenn du deine Talente lebst und sie der Welt schenkst, dann entstehen weitere Talente. Und wenn du eine Lebensaufgabe in deinem Leben abgearbeitet hast oder erreicht hast, dann gibt es eine weitere Lebensaufgabe, die du erfüllen kannst. Weil deine Talente gewachsen sind, deine Erfahrung ist gewachsen und dadurch ist die Möglichkeit, welche Aufgabe du erfüllen kannst, welchen Sinn du deinem Leben geben kannst oder welchen Sinn du hast, das ist ja gar nicht geben, sondern hast, der kann sich verlagern. Genauso wie in einer Generation oder wie in einer Gesellschaft. Ja, und guck mal, und das ist der Grund, warum ich immer sage, der Sinn deines Lebens bist du selbst. Du musst da sein, also im Sinne von präsent, und du musst dich mit dir auskennen. Dann hast du die Chance, alles zu sein, was nötig ist und was du sein möchtest. Weil du in die Entwicklung dadurch gehst? Mhm, genau. Und ja. Aber es ist ein spannender Gedanke, ne? So zu sagen, jeder Mensch, der... Also ich weiß, ganz früh habe ich mich mal gefragt, wenn einer eigentlich gar kein Talent kennt von sich, der hat vielleicht nur das Talent, freundlich zu sein, in Anführungszeichen nur. Dann würde ich sagen, dieser Mensch macht die Welt großartig. Total. Und in dem Moment, wo er sich auf das Freundlichsein bezieht, wird er zu anderen Menschen freundlich sein, wird Resonanz spüren und wird ein neues Talent entdecken. Und dann ist es irgendwann nicht nur freundlich sein, sondern vielleicht freundlich sein und kommunizieren. Und kommunizieren, das ist ja das schöne lateinische Wort communicare, heißt übersetzt tatsächlich etwas teilen. So. Und ich glaube, wenn der Sinn des Lebens veränderlich ist und es einen großen Sinn gibt und viele kleine Sinne und wenn es da auch Varianten geben kann, dann ist es gar nicht so schwer zu sagen, was ist denn der Sinn, sondern ich kann nur sagen, im Moment ist es das. Und manche Menschen wissen vielleicht schon ganz früh, dass sie so ein ganz großes Ziel haben. Und andere wissen das nicht. Und beide braucht es. Ich glaube, beide sind total wichtig für diese Gesellschaft, ne? Und keiner ist besser und keiner ist schlechter, ne? Das ist ja auch, das beobachtet man ja auch ganz oft, dass die Menschen, die so sagen, ich weiß ganz genau, was mein Ziel ist und mit 30 die erste Million und tschakka, ne, da sind wir jetzt wieder bei Statussymbolen, aber ist egal, die sind total gehypt und das sind ja die richtig tollen Menschen. Und diejenigen, man könnte sie auch Scanner-Persönlichkeiten nennen, die so sagen, ach, ich guck mal und ich lasse mich mal fließen und ich gucke mal, wo mich das alles hinbringt, was ich tue, die werden als Luschi von der Gesellschaft angesehen. Ne? Also sie werden schlecht, sie werden schnell abgewertet. Das stimme ich dir zu. Richtig. Ich glaube aber eben, also ich erinnere mich an mein Abi und die Zeit danach und dann habe ich irgendwann nach dem Staatsexamen gedacht, Himmel, das soll ich jetzt mein ganzes Leben lang machen, echt jetzt? So, plötzlich war ich an so einem Punkt, ich dachte, ein Leben ist unter Umständen ganz schön lang. Und dann dachte ich, ey, wir haben gar keine richtigen Konzepte. Ne? Also wir haben Konzepte für Besitz, wir haben Konzepte für das, was man schaffen muss, im Sinne einer, ich nenne das jetzt mal altmodisch Generationspflicht, also im Sinne Weiterentwicklung, Fortpflanzung der Gruppe. Aber danach ist es oft ganz schwer. Und ich beobachte, das ist sicherlich auch eine therapeutische Sicht auf die Welt. Ich glaube, dass egal, was ich tue und wenn es ist, dass ich mit einem Garten gut umgehe und ihn einfach schön mache, also etwas Schönes erschaffe, ist ja auch eine Kunstform für mich, dann kommt da was zurück. Und meine Beobachtung ist eben, dass ganz viele Menschen, die einen großen Sinn haben, sich völlig verausgaben, weil sie nicht in Kontakt mit sich selbst sind, also sie haben keine Empathie, sie haben keine gelingende Beziehung zu sich selbst und sie sind so in der Empathie zur Welt und zu anderen, dass sie
oftmals gar nicht merken, was sie sich und den anderen damit gleichzeitig antun. Weißt du, ich meine? Ja, ich überlege mir gerade, ob an der Stelle Sinn nicht eher Ziel ist. Ja, und dann pass mal, also achte mal drauf, so von deiner Sicht. Mhm. In der therapeutischen Situation stelle ich oft fest, dass Sinn und Ziel verwechselt werden. Richtig, total. Ja. Und das ist das, was unsere Gesellschaft, glaube ich, krank macht, dass wir Sinn und Ziel verwechseln. Ja, genau. Und das ist ja auch genau das Problem dann, also das weiterführende Problem ist ja, was ist denn, wenn ich am Ziel erreicht bin, angekommen bin? Wenn ich einen Sinn habe, komme ich nie an, sondern kann mich immer weiterentwickeln und kann immer irgendwie weitergehen. Also ne, wie so auf so einer Landkarte und kann dann sagen, okay, jetzt bin ich hier und jetzt gehe ich links, weil das irgendwie sich schöner anfühlt, aber meinem Sinn sowieso entspricht. Aber wenn ein Ziel da ist, dann ist da Wettbewerb. Wer kommt zuerst ans Ziel? Ja. Dann ist, ich bin fertig, ich verausgabe mich, bis ich am Ziel bin. Ja, und dann? Ja, dann bist du verausgabt. Dann bist du verausgabt und bist krank. Meistens schon. Also ich sage dann meinen Patienten immer diesen provokanten Satz, wenn sie so weitermachen, wird auf ihrem Grabstein sicherlich der Satz stehen, sie sind der fleißigste Tote gewesen. Also ich war der fleißigste Tote. Und das meistens müssen die dann lachen, weil sie diesen Satz so schräg finden. Und ich merke, dass diese, wenn man es nicht ganz so ernst nimmt, also wenn man auch mal ein bisschen spielt und sagt, so, jetzt mache ich das mal und beobachte mich dabei und schaue, ob das geht, dann brauchst du wirklich einen guten Kontakt zu deinen Potenzialen und du brauchst auch eine Anbindung in deine Welt. Und dazu gehört dann auch, das sind die Werte meiner Eltern, das sind die Werte meiner Großeltern, das sind die Werte meiner Freunde, das sind meine ureigenen Werte, das sind die Werte einer Richtung, mit der ich mich beschäftige, was auch immer. Aber du musst ganz viel Klarheit erzeugen in dir selbst. Ja. Ne? Also zumindest eine gefühlte Klarheit. Ne? Und jetzt kommt natürlich wieder diese fiese Frage, hast du dafür ein Rezept? Ich glaube tatsächlich, dass das Rezept wie so oft Bewusstsein ist, ne? Diese, und auch wenn ich da in mich selbst reinschaue, wann bin ich denn erschöpft? Wann komme ich denn an meine Grenzen? Wann bin ich denn nicht mehr leistungsfähig, wenn ich mein Ziel verfolge? Genau. Wenn ich mich aber in diesen Zeiten auf meinen Sinn zurückbesinne, auch wenn ich dann den Sinn vielleicht gerade gar nicht so kenne, aber dann kann ich wenigstens Abstand vom Ziel nehmen. Ja. Das heißt, im Umkehrschluss könnte man doch behaupten, wenn du merkst, dass du dich erschöpfst, bist du nicht mehr verbunden mit dir und mit dem wirklichen Sinn. Wäre das dann eine richtige Aussage? Ich denke gerade an eine Situation, die bei mir noch nicht so lange her ist. Das ist noch sehr persönlich. Ich kann ja auch so noch nicht drüber sprechen, wo ich sehr erschöpft war. Ob das die, also das ist seit langem mal wieder wirklich so eine Erschöpfung in mir gewesen, wo ich diese Aussage drüber lege. Und bei mir war es tatsächlich, dass ich die Verhaltensweise von einem Menschen übernommen habe und mir sein Muster überstülpen lassen habe, um ihn zurückzuholen. Hm. Ne? Aber ja, die Aussage stimmt. Also ich kann das aus meinem Leben auch bestätigen. Ne? Ich kann also ganz sicher sagen, wenn ich es schaffe, egal was ich tue und egal wie viel das ist, was zu tun ist, manchmal ist es ja einfach eng, ich meine, das weißt du auch, dann ist immer die Frage, bin ich noch in Kontakt mit mir? Und gibt es immer noch, kann ich noch einen Sinn entdecken in dem, was ich tue? Und Menschen mit großen Herausforderungen, glaube ich, denken oftmals, ey, über sowas habe ich gar keine Zeit nachzudenken. Ja, ich muss hier so viel bewältigen. Und der Witz ist nach meiner Beobachtung und auch persönlichen Erfahrung, dass es genau umgekehrt funktioniert. Gerade weil du so eine Herausforderung hast, ne, musst du gucken, wo bin ich verbunden und wo finde ich eine Möglichkeit, mich zu regulieren und wie geht das? Und zurückzubesinnen, ne? Mhm.
Also weil gerade die Menschen in sehr großen Herausforderungen leben in Zielen. Ja, stimmt. Wahnsinn. Und erlauben sich nicht mehr, den Sinn seiner selbst zu erforschen und zu leben. Ich glaube, der Forscherpunkt ist der Punkt. Ja. Ich glaube, das ist, ich frage mich immer, ob das deutsch ist, ne? So. Oder ob das menschlich ist. Vielleicht beides. Ich erinnere mich an diese Geschichte von Heinrich Böll, von diesem Mann, der irgendwie immer an der Mole sitzt und aufs Meer guckt. Der und, alte Mann? Nee, das ist Hemingway. Nee, und das, dieser Typ sitzt da, ist eine Böll-Geschichte und ich komme gerade nicht auf den Titel, ist auch noch zu lange her. Und jedenfalls kommt dann ein Tourist vorbei und sagt, warum sitzen Sie hier den ganzen Tag rum? Sie könnten doch wirklich was tun. Und dann sagt der Mann, ja, was könnte ich denn tun? Und dann sagt der Tourist, naja, Sie könnten zum Beispiel Hotels bauen und dann würden ganz viele Touristen kommen und die würden Ihnen ganz viel Geld bringen und dann könnten Sie noch mehr erschaffen und immer so weiter. Also ich verkürze es jetzt ein bisschen. Und dann hat der Mann am Ende gefragt, ja, und dann, wenn ich das alles geschafft habe, ja, dann könnten Sie an der Mole sitzen und aufs Meer gucken. Und die Antwort, die er gibt, ist, aber das kann ich doch jetzt schon. Ja. Und das ist das, was ich meine mit der Sinn bist du selbst. Ja. Und ich glaube persönlich, ich kann in Wirklichkeit nur ich selbst sein, weil ich genau dafür gemacht bin. Mhm. Und das ist eben gar nicht so trivial, du selbst zu sein. Selbst wenn du es wüsstest. Ne? Und ich glaube, dass das tatsächlich, und da Mensch und Deutsch, ich glaube, ist das in Deutschland noch ein bisschen schwieriger, weil wir so viele Ansprüche und Statussymbole und ne, weiß ich nicht, was alles haben in dieser Gesellschaft. Du musst das sein, um das zu sein. Wenn du irgendwie mit dem alten Auto rumfährst, ist schon komisch. Wenn du, ne, all diese Sachen, sodass du dann halt denkst, okay, ich muss 10 Hotels bauen, damit ich das Auto habe und mich am Schluss wieder an die Mole setzen kann. Aber, ja. Also ich glaube, die Ansprüche, die gesellschaftlichen Ansprüche und dieses von außen Erwartungshaltung, bewusst oder unbewusst, auch von unseren Eltern, und da sind wir wieder in der Generationsfrage, was war das der Sinn unserer Eltern, also des Lebens unserer Eltern? Das dürfen wir dann vielleicht auch mal von uns abnehmen und sagen, Moment, unsere Eltern sind auch zu einem anderen Zeitpunkt groß geworden, die hatten andere Aufgaben. Ja. Und jetzt darf ich andere Aufgaben übernehmen, um meinen Sinn wiederzufinden. Ich glaube, also ich wünsche mir jetzt gerade, dass wir was ganz Einfaches sagen, was unsere Zuhörer sofort für sich nutzen können. Also irgend so was total Simples, weil wir haben auch ganz kompliziertes Zeug gedacht, ne? Und bewegt. Und haben es dann wieder einfacher gemacht. Und ich habe gerade auf die Uhr geguckt und gedacht, das kann nicht sein, ist schon wieder eine halbe Stunde um. Das kriegen wir gut hin, Mechthild. Ja, das wird noch spannend mit unseren halben Stunden in der Zukunft. Hast du eine Idee für eine einfache Übung? Also mir würde spontan einfallen ein Positive Talk. Also dieses, guck dich morgens im Spiegel an und sag dir was Nettes. Und ich war bei, setz dich hin und überlege dir mal ganz bewusst 5 Dinge, die du total gerne machst und die dir super leicht von der Hand gehen. Und die schreib mal auf und sorge dafür, dass du die Dinge regelmäßig tust. Und mit regelmäßig ist, sag mal was. Ja, öfter als einmal im Jahr wäre ja auch regelmäßig. Also ich fände es gut, wenn einer dieser 5 Dinge jeden Tag vorkäme. Also immer einer von den 5, nicht alle 5. Genau. Also dann hätten wir jetzt 6 Bausteine. Die 5 Begriffe. Und der 6. Baustein wäre, guck in den Spiegel, sag dir was Nettes. Geil. So. Wenn du das machst, dann hast du sonntags frei. Finde ich gut. Ja, so. Finde ich auch gut. So wird es mal gemacht und dann einfach sich mal beobachtet.
Genau. Was Und so weißt du, was ich passiert. ganz cool fände, wenn unsere Zuhörer uns das dann mitteilen würden. Das fände ich ganz aufregend. Mal sehen, ob das klappt. Ja. Und Bechtelt, verpflichten wir uns mit? Ja, in jedem Fall. In jedem Fall. Ich meine, ich teile so ein Zeug jeden Tag auf Insta und Facebook und mache da so meine Blogs, aber für mich ist das ganz klar. Ich muss jeden Tag eine schöne Sache tun, die mir wichtig ist. Und wenn ich gar nichts weiß, weil vielleicht der Tag ganz gruselig ist, weil manchmal gibt es so Tage, die werden einfach nicht schön, dann beginne ich mit was Nettem. Ja. Und auch das ist nicht immer trivial. Morgens so ist man ja manchmal gar nicht so freundlich. Ist man oft ganz hart und kritisch mit sich. Ne? Was hast du heute gemacht? Ist ja schon dunkel bei uns beiden. Ja, bei mir wird es auch sichtbar dunkel. Ja. mein Schönstes war heute, dass ich rausgegangen bin und buntes Laub mit den Füßen vor mir hergeschoben habe. Weißt du, so wie das als Kind mit Pfützen war? Ja, geil. Da habe ich gedacht, so, die paar Minuten sind jetzt meine ja. Und dann kann ich wieder arbeiten und neue Geschichten schreiben. Oh, war gut. Und dein Gutes war heute? Ich hab dir ja vorhin erzählt, ich habe ein Seminarwochenende hinter mir und ich dachte mir so, ich müsste mir Montag sofort wieder an den Schreibtisch setzen. Habe ich nicht gemacht. Ich bin 5 Stunden im Wald mit meinem Mountainbike gewesen. Wow, wie Weil schön. Und habe eben dieses Wald, dieses Laub und den Indian Autumn, wie ich ihn nenne, sehr, sehr in mich eingeatmet. Ja. Ja, sehr schön. Dann würde ich sagen, für heute haben wir genug geredet. So ist das. Ich freue mich auf das nächste Mal, liebe Mechthild. Ich freue mich auch. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.